Hallo Leute und willkommen zu einer weiteren Folge von Breath of the Wild. Ja, beim letzten Mal haben wir wieder eine Erinnerung gesehen. Eine ziemlich witzige. Mit dem Prinzessinnen Enzian, der ja nach 100 Jahren mittlerweile wieder wächst und gedeiht. Dementsprechend ist dann Zelda keine Sorgen mehr machen. Und der Spurtkröte, die ja ein bisschen fixer macht, wenn man sie isst. Ach ja. Wachi. Also, Zelda kann ich nicht verstehen. Sie ist Forscherin, ja, aber sowas Widerliches wie Frösche in die Hand zu nehmen. Naja. Aber ist ganz nett, wenn der Gegenpart es machen kann. Wenn nicht beide zu zimperlich sind, dann ist das auch wieder so eine Sache. Ja, muss ich halt ein bisschen ergänzen. Oh, guck mal hier, guck. Königliches Institut. Das macht mich schon wieder traurig. Komplett vernichtet. Wäre das nicht ein komplettes Ummodeling der ganzen Welt, würde ich das super feiern. Wenn man diese ganze Map nochmal sehen könnte, wie sie vor 100 Jahren aussähe. Aber das wäre die ganze Map nochmal in anders. Müsste zwar nur bei einigen Sachen nur ein bisschen was drüber legen, aber bei vielem müsste man halt sowas wie das Institut hier zum Beispiel neu modeln. Und neue Charaktere einführen, denn alles vor 100 Jahren war ja zumindest die Menschen. Bei den Soras ist es halt ein bisschen anders. Sidon wäre dann noch ein bisschen jünger gewesen. Bei den Goronen, ich glaube, Goronen haben nicht so eine hohe Lebenserwartung, aber. Ja, wobei doch, aber die altern halt viel, viel krasser als die Sora. Und ja, sowas in der Hinsicht halt. Das wäre dann viel zu aufwendig, als dass es da wirklich machbar ist. Also unnötig. Ich würde zwar Geld für ausgeben, aber ja. Die Frage ist, wie viele Leute außer mir würden das auch machen? Alter. Epona! Dankeschön. Friere Epona damit eigentlich auch ein währenddessen? Okay, das bringt gar nichts. By the way, wir sehen durch das Reckengewand die Life-Bars. Das habe ich offscreen schon entdeckt, aber onscreen haben wir das, glaube ich, noch gar nicht gezeigt. Das ist eine nette Sache. Also eine ziemlich coole Sache eigentlich. Au. Ha, naja. Hätte nicht nötig sein müssen, aber naja. Passiert ist passiert. Die Pferde lösen sich aus der Starre ja eh viel fixer. Aber Mifas Gebet hab ich schon so ewig nicht mehr einsetzen müssen. Das war auch schon wieder Zeit eigentlich mal. Na fein. Wollte ich zu viel, war eigentlich gar nicht nötig. Was will ich hier noch? Aber gut. So. Was wir diese Folge aber auch machen können, nebst dessen, dass wir eine Schreinquest anfangen wollen, ist die etwaigen Schreinquests, die ich schon abgeschlossen habe offscreen, mal abholen. Euch zeigen, was ich gemacht habe, wie ich es gemacht habe und dann abholen. Da muss ja dann nicht mehr viel passieren. Es gibt da noch Schreinquests, bei denen natürlich immer noch ein Rätsel dahinterherkommt, aber bei den meisten kann man einfach abholen. Also,
bei den meisten, vor allen Dingen bei denen von Kashiwa. So, hier. Wo war das? Wo war das? Ich glaube, der war das. Nee, der war es nicht. Was der? Auf jeden Fall war es vollkommen scheißegal, durch welche man schießt. Man sollte einfach nur durch zwei schießen. Der war es nicht. Genau, da war das. Glaube ich. Nee, auch nicht. Oder? Doch, da war das. Ja, genau. Hier durch die beiden durchschießen und dann hat man die Schreinquest schon geschafft. So leicht wie die ist, glaube ich, dass tatsächlich dann jetzt auch das. Ja. Dass hier noch eine Quest kommt, aber falls ja, dann. Okay. Tatsächlich sogar. Querdenker. Oh, sogar ein ordentliches Rätsel. Was hat denn das überhaupt gebracht, die eine? Oder müssen aber beide drin sein, damit er überhaupt was bringt? Ja. Was war's schon? Das war ja schon reichlich offensichtlich. Scheinbar. Hin her und dann zip zap und zip zap. Okay, muss man hier nochmal drauf. Hätte ich es andersrum machen müssen. Hätte ich das gewusst, dann hätte ich den vorher markiert, also einfrieren lassen und dann einmal rüber. Naja. Okay. Und nochmal. Ja, das war jetzt nicht sonderlich schwer. Und hoch und lang und links und rechts. Zack, zack.
Okay, Galopp. Na. Übrigens, sobald wir 20 Zeichen in Währung drin haben, hole ich mir auch dann die Herzen davon. Vorher, weiß ich nicht. So ist es nicht schön, eine neue Herzreihe zu holen. Auch wenn es nicht dämlich ist. Ja. So, und der vom Donnerplateau, der wird dir auf jeden Fall safe nicht gleich die Schatztruhe geben. Wie gesagt, war nicht schwer. Einfach. Den muss ich nicht groß zeigen. Ich zeige euch noch den Platz, wo ich die Kugeln hintransportiert habe, damit es ging. Aber an sich. Ja. Man sieht sie direkt. Sie leuchten wie Sau. Es ist Gewitter, deswegen ist es auch dunkel. Und. Ja. Dann muss halt ein bisschen mit dem Stasis-Modul arbeiten, dann geht es. So. So. Ob man das da wohl noch rauskriegt wieder? Nope, bleibt hängen. Ja, also. Irgendwo. Hier nicht. Hier auch nicht. Einmal rumrennen, dann sehen wir das schon. Und ja, man braucht 3 Ausdauerleisten oder halt viele Ausdauertränke, denn hier regnet permanent und man muss hochklettern. Bei einer Kugel muss man hochklettern. Und ja, man braucht ordentlich Ausdauer, um im Regen irgendwo hochzukommen. Hab's gleich. Hier war es nicht. Kommt sofort, hier müsste das, glaube ich, sein. Genau hier. Hier kann man die Kugel reinlegen, aufladen, zip zip und drüber. Eigentlich sehr, sehr einfach sogar. Oh, Fitkröte. Mann. Naja, Fitzer brauche ich eh nie. Also, kann sie sich einwerfen für eine extra Ausdauerleiste, aber. Ja, wann braucht man die schon? So. Einfach hier. Fettkröte. Okay. Naja, wenn man das Klettergewand hat, geht es noch leichter. So braucht man. Mist. So braucht man halt trotzdem noch ein bisschen. Und ja, dann halt die Kugeln dorthin verfrachten, mit dem Stasis-Modul hochbringen und easy going. So, der Trick ist halt, man geht ein Stück und dann springt man und so holt man sich halt das Komplette, weil wenn man springt, dann rutscht man direkt ab. Und ja, so holt man halt das Ding raus, weil so kann man mit dem Hochklettern und dann springen noch ein paar Zentimeter rausholen. Das mattert auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Gut, dann holen wir uns mal eben noch den Reward. Dann könnte vielleicht sogar das Gewitter aufhören. Und dann haben wir das. Kein Reward-Rätsel. Das hätte ich jetzt nicht mit der. Das Geheimnis der Risse. Das hört sich ja schon quasi so an, als dürfte man nicht alles zerstören.
Naja, erstmal alles zerstören und dann versuchen zu resetten. Wer weiß, vielleicht kann man ja doch alles zerstören. So. Das hätte ich nicht erwartet. Alter. Natürlich noch kein Z-Bonus, weil die eine Isolierrüstung noch nichts hat, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es eine Elektroimmunität gibt. Das ist cool. Einfach so random. Nice. Aua. Alles putt. Naja, fast. Und momentan sieht es halt wie so aus. Also wenn man wirklich alles kaputt macht, dass man dann nicht zum Schatz kommt, aber was weiß ich. Die sind nicht magnetisch. Mhm. Jo. Jetzt hoch. Und ja. Mal sehen, ob das funktioniert. Wenn es funktioniert, dann... Ja, dann ist es auf jeden Fall gut. Es hat geklappt. Perfekt. Okay, dann... Es hätte geklappt. Dann hätten wir nur noch mal mit der Metallbox noch mal wieder rübergehen müssen und dann hätten wir das geschafft. So muss ich das tatsächlich noch mal neu machen. Aber fein. Ja, an sich ändert es nichts. Da kommt man nicht hoch, ohne dass man das Ding einfach abschießt. Ah, reicht schon. Ein Opal.
So. Zack. Ja, man macht sich das einiges leichter, wenn ich das jetzt drauf lasse. Zack. Man kann es schaffen, wenn man alles zerböllert, aber es ist leichter, wenn man ein bisschen was dran lässt. Einfache Devise. Und zack. Perfekt. Ja, da wird in dieser Folge keine neue, wir können eine Schreinquest anfangen, ja, komm. Wir fangen eine Schreinquest an, schauen uns die an und gucken dann, ob wir dann die Schreinquest machen oder... Genau, wir können auch eine Schreinquest machen, und zwar den, gekronten, den Waldkönig. Die haben wir ja damals mal verkackt. Oh, hat aufgehört. Das Donnerplateau. Es hat seinem Namen jetzt keine Ehre mehr gemacht. Hi, Medo. Die Ceres-Ebene. Wir könnten bis zu dieser Folge nochmal mit Kashiva reden. Auf dem Wascherplateau. Das wäre eine Idee. Das ist an sich eine Schreinquest. Und mal sehen, was man machen muss. Die Gekrönten kann man immer machen, aber so können wir mal in seinem Tagebuch stöbern. Und ja. Wenn du das Horn eines Elektro-Excel-Force mit einem Pfeil triffst, werden Gegner in deiner Umgebung mit einem elektrischen Schlag getroffen. Man selbst leider auch. Dementsprechend muss man da echt aufpassen. Aha. So. Ist ja nicht direkt aus der Spitze, noch ein bisschen daneben, aber auf jeden Fall nah genug dran, um zu schauen. Da. Dort ist Kashivas, ja, Haus und Unterschlupf. Auf einem dieser Pilzbäume. An sich sind es nur Bäume und keine Pilze, aber sie haben halt eine pilzigere Form als eine Baumform. Da ist ein Schrein. Ja, hat nämlich markiert. Ja. Langsam sollten wir uns... Was ist das denn? Eine fette Markierung. Fettes Wandgemälde. Das werde ich mir oft wieder in Nähe anschauen. Oh nö, Regen. Genau. Okay, schalten wir mal fix auf wieder auf einen neuen Tag. Also es gibt den Regen.
und schau mal, was Kashiwa so zu sagen hat. So. Ihr habt schon gemacht, man kann da steil hoch. Das ist nicht steil genug, dass Link da nicht klettern könnte. Ahem. Ja. Link hat Vorfahren eines Geckos. Ne? Der Blutmond. Ja, stimmt ja. Hat was mit dem Blutmond zu tun. Oh, Verzeihung. War das zu laut? Sieh an. Hier hochzuklettern ist wirklich eine Leistung. Auch in dieser Gegend hier wird ein Lied überliefert, in dem der Held sich den Prüfungen stellt und sie überwindet. Und möchtest du das Lied dieser Region hören? Ja, bitte. Mit Vergnügen legen wir los. Die Nacht des Blutmondes beginnt. Allen Monstern ist neues Leben bestimmt. Wer auf des Heldenprüfung sind, wie neugeboren den Sockel erklimmt. Von Zeit zu Zeit ereilt uns die Nacht des Blutmondes. In dieser Nacht geschehen finstere Dinge. Umso mehr wünschte ich dir, möge dein Weg des Lichts erfüllt, von Licht erfüllt sein. Ja, ich erfasse das jetzt so, würde ich sagen. Wir müssen auf dieser Plattform stehen, wenn Blutmond ist. Prinzipiell nicht schwer. Wir machen dann Feuer drauf und skippen mal Tage, bis einmal Blutmond war. Und dann ist die Plattform fertig. Es sei denn, man muss wirklich also wach sein. Und wenn dem so ist, dann... Ja. Dann muss man hier warten. Denn man sieht den Blutmond, hat er noch 2 Stunden, aber das sind 2 Ingame-Stunden, die dauern 2 Minuten. Gefühlt. Wenn nicht sogar noch weniger. Und so schnell kommt man hier nicht hin. Auch wenn man sich dorthin portet und darunter fliegt, dauert das zu lange. Ja, da muss man schauen. Kashiwas Tagebuch. Ich lege hier eine Aufzeichnung meiner Reisen auf der Suche nach alten Liedern nieder. Gezeichnet Kashiwa. Das Lied des Zugulandwaldes. Dieses Lied ist im Zugulandwald von Firon ein Klassiker. Es scheint unter anderem von Drachen und Riesenschlangen zu gehen. Oh. Ich frage mich, ob es solche Wesen heutzutage überhaupt noch gibt. Haben wir, glaube ich, schon. Das Lied der westlichen Hyrule-Ebene. Im südlichen Bereich der westlichen Hyrule-Ebene liegt die Yahad-Brücke. In der Nähe befinden sich zahlreiche... Ja, das haben wir auch schon. Das Lied der Fohlblutebene. In der Fohlblutebene im südlichen Tyranels ist ein Lied überliefert, das von einem... Ja. Vielleicht sollte ich eine Pause einlegen und der Sache nachgehen. Das Lied des Gerudo-Turms, das haben wir auch schon. Ich erfuhr, dass es ein altes Lied über das... ein Bauwerk namens Gerudo-Turm geben soll. Wo sich dieser Gerudo-Turm befinden soll, weiß ich zwar nicht, aber in jüngster Zeit erscheinen überall neue Türme. Vielleicht handelt es sich also beim Gerudo-Turm um einen Turm, der in der Gerudo-Region erschien. Das Lied des Kalora-Sees. Seit geraumer Zeit wird ein Lied über den gigantischen Hügel im Kalora-See von Firon überliefert. Aha. Die Region... soll es des Öfteren zu heftigen Gewittern kommen. Ja, das haben wir auch schon. Ich sollte dort nur gut vorbereitet forschen. Das Lied der Horonbucht, das haben wir auch schon. Ein altes Lied über die Horonbucht in Ranel soll es geben. Dieser weht unter das Wind, haben wir auch schon. Das Lied der Nordbucht. Es gibt wohl ein altes Lied über die seltsam geformte Steinsäule im Wasser der Nordbucht. Nordbucht. Es heißt, dass sie dort platziert wurde, um dem Helden, der einst wiederkehrte, gegen die Verheerung beizustehen. Welche Schätze und Reichtümer sich wohl dort verbergen werden? Nordbucht. Das Lied des Wascherplateaus. Am Wascherplateau
Das ist ja hier. Scheint es ein Lied über die Nacht des Blutmondes zu geben. Ich frage mich, wann die Nacht des Blutmondes stattfindet und was in dieser Nacht wohl geschieht. Dies sind alle alten Lieder, von denen ich erfuhr... Oh. Ja, du machst das ja schon. Nordbucht. Nordbucht. Seltsam geformter Turm. Wo das wohl ist? Also wir wissen ja, dass... Da ist die Nordbucht. Und ja, das ist tatsächlich kein Schrein, den Kashiwa uns da gegeben hat beim letzten, also bei dem hier, sondern das ist eine normale Quest. Zumindest laut Tagebuch. Da, Schatz des Helden. Moment, der Schatz des Helden? Kann es sich dabei vielleicht um irgendeine Waffe des Helden handeln? Die Worte des Helden werden dir zuteil. Die Verheerung abzuwehren, kehre ich einst wieder. Das Meer zu so blau, der die Klippe steil, weisen zum Schatz, den zur Zeit der 17 ich dort liegte, nieder. Keine Ahnung. Ja. Okay, wir haben jetzt einige Möglichkeiten. Zum einen, wir machen uns mal auf nach Anel. Ach, nach Hebra. Tabanta. Hier halt. Das sind ja die Hebra-Berge und Tabanta ist da, glaube ich, auch irgendwo bei. Ja. Oder wir machen halt noch ein paar Schreine. Wir haben noch vieles offen, aber auf jeden Fall werde ich wieder aufspielen, mal ein bisschen was machen. Vielleicht werde ich sogar schon hinkriegen, dass wir da mit dem Blutmond ein bisschen arbeiten. Who knows? Ich nicht. Ich werde... Das Onscreen zu machen, wird natürlich so eine Sache, ne? Vielleicht werde ich dann einfach ein bisschen die Aufnahme anlassen und dann das einschneiden vor der nächsten Folge oder während der nächsten Folge oder so. Mal sehen. Auf jeden Fall werde ich nach dieser Folge wieder ein bisschen offscreen machen. Also würde ich sagen, war es das mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Beim nächsten Mal, ja, werde ich es mir überlegt haben. Freut euch drauf. Wir machen auf jeden Fall wieder. Wir haben noch genug und vieles Interessante. Also, bis zur nächsten Folge. Euer Beltim. Bis dann.